Ja, willkommen Lords zu einem neuen Video. Heute gehen wir rein in Scharmützel 8 und wie ihr seht, ist das Format hier so ein bisschen vom Video, so ein bisschen unglücklich. Ich glaube, ich habe einfach eine falsche Einstellung hier gewählt und soll der Sache keinen Abbruch tun. Jawohl, ihr seht hier meinen Dorfaufbau, Schildkrötenstrategie, alles ausgemaxt auf 17 hier meine Ressourcengebäude und hier drüben ist der Feind, den wir besiegen wollen. Und zwar Shane, den Todesritter, auf dem heiligen Boden. Jawohl, den greifen wir jetzt an. Er hat 650.000 Macht, das ist schon relativ viel. Er hat 5 eingesetzte Helden und 2 Boosts drin, nämlich er hat erhöhten Armeeangriff, also sein Angriff ist erhöht, und eine erhöhte Armeeverteidigung, was die Sache noch etwas schwieriger macht. So, wir haben 22.500 TP von der Mauer, wir haben 13.500 Fallen, ja, Stacheln, Wolkenkratzer, brennende Balken, also für die Nahkämpfer werden hier ganz schön attackiert, ja. Und wir sehen Heldenkämpfer, Heldenkanoniere, alte Drachenreiter, Zerstörer. Leute, es sind T4-Truppen, ja. Also, Scharmützel 8 ist schon nicht ganz ohne. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen gewartet, um es anzugehen. Warum? Dass ich genug T3-Truppen habe, die ich in den Kampf mitnehmen kann, dass die Verluste sich in den Grenzen halten. Du kannst es auch mit 60.000 probieren, aber, da werden die Verluste höher sein. Und deshalb habe ich mir da einfach ein wenig mehr Zeit gelassen. So, jetzt bastel ich hier noch so ein bisschen an den Helden mit, die ich da einsetze. Wir wollen ein bisschen die Kriegsmaschinen hier pushen. Deshalb kommt Felicia, die Primadonna, die nehmen wir hier auf jeden Fall mit rein. Jawohl, die Kriegsmaschinen sind ein bisschen gepusht. Und zwar, jawohl, und wir haben den Fernkampfverteidigung und die Max erhöht um 15%. Also versuche ich so ein bisschen die Helden mitzunehmen, die zu meinen Truppen passen, die ich dort einsetze, um sie einfach ein bisschen zu erhöhen und zu boosten und ein bisschen stärker zu machen. Ja, so, das ist im Prinzip das Ganze. Und jetzt gehen wir rein und ihr habt gesehen, wir haben hart fallen und wir haben eine hohe Mauer TP und in dem Fall nehme ich die ganzen Nahkämpfer jetzt erstmal alle raus. Warum? Weil die von den rollenden Balken geplättet werden, ja? Und wir nehmen im Prinzip nur mit, was auf Fernkampf ist, Heckenschützen und meine Katapulte, ja? Die habe ich jetzt noch auf T3, auf T2, weil die T3 Einheiten, die Kriegsmaschinen noch nicht fertig waren zu dem Zeitpunkt von dem Video hier. Ja, und jetzt gehen wir rein, die Verteidiger stürmen raus. Klar, ich habe ja auch nur Fernkampf dabei, ganz normal. Und sobald die Mauer TP runter ist, ja, und die Fallen ist, zack, breche ich ab. Weil ich ja nicht möchte, dass die Angreifer mich weiter meine Fernkampfeinheiten hier plätten. Da haben wir ja gar nichts von. Und jetzt nehme ich im zweiten Anlauf im Prinzip alle mit. Und die Mauer wird schnell fallen, meine Nahkämpfer können attackieren und genau, das ist so meine Strategie, diese Scharmützel hier zu spielen, ja, erst die Mauer TP platt machen, um die Nahkämpfer möglichst zu schützen und dann die Verluste auch in Grenzen zu halten, ja, das ist so meine Strategie, so spiele ich das, kennen viele, die hauen gleich alles rein, ja, aber oft lese ich dann auch so, ja, das und das Scharmützel habe ich jetzt probiert und ja, leider mit 10.000 Truppen, die ich verloren habe. Und da waren auch immer eine Menge Nahkämpfer mit bei. Ja, die rennen zu die Mauern, die rollenden Balken kommen runter und plätten dir dann gleich mal 1.000 von deinen Einheiten. Und ihr wisst ja, wie lange es dauert, 1.000 Einheiten herzustellen, ja, egal auf welcher Stufe. So, jetzt machen wir noch ein bisschen die Heldenkombination wechselig und probiere noch ein bisschen durch. Was passt jetzt dazu? Hier haben wir zum Beispiel Kavallerie Max TP. 5% nehmen wir mit. Klar, logisch, weil die Kavallerie setze ich ja jetzt so ein. Ja? So, jetzt haben wir also noch 76.700. Das heißt, wir haben 4.000 im ersten Kampf verloren. 4.000 oder 3.500 so in dem Dreh. Und jetzt gehen wir rein mit allem, was wir haben, weil jetzt geht's los. Die Mauer, guck, wie schnell sie fällt, zack. Und dann geht im Prinzip der Nahkampfkrieg los und alles geht, geht relativ gut seinen Gang. Jawohl. So, die Moral, unsere ist noch relativ gut. Die Moral des Gegners sinkt stetig, so soll es sein. Und das ist jetzt hier auch immer schon ganz schönes Gemetzel und Gehacke und so, weil natürlich er T4-Truppen hat, die kann ich nicht bieten. Aber schaut mal, ja, unter 7.500, ja, also wir sind dann schon relativ gut dabei. Wir haben noch knapp 76.000 Truppen, also das sieht super aus, wird denke ich auch gar kein Problem sein, hier dieses Scharmützel erfolgreich zu beenden.
So, jetzt hinten noch diese Kriegsmaschinen fertig machen und zack, schon ziehen sie zurück. Und schaut an, 850 auf meiner Seite, ja, und ja, über 15.000 auf seiner Seite. Und jetzt gehen wir noch das dritte Mal rein und dann sollte es erledigt sein. So, mit 81 haben wir angefangen und mit 75, 900 haben wir jetzt knapp 5.000 Verlust, glaube ich, genau. Ja, und jetzt stehen im Prinzip nur noch hinten diese die Katapulte und diese Kriegsmaschinen, die Zerstörer, die haben wir jetzt zerschlagen, 200 Stück davon. Und in dem Fall haben wir es besiegt, haben wir den Erfolg freigeschaltet, wie ihr seht, wunderbar. Und jetzt kommt ein neues Gebiet und wir haben alle Scharmützel beendet, das ist gut und das ist super. Und genau so sollte es hier quasi sein. Und was können wir hier dort machen? Wir können den Altar errichten, den habe ich leider noch nicht errichten können, weil kein Platz ist. Und jetzt seht ihr hier also quasi die Gemmine sozusagen, die jetzt hier rumsteht, ja. So, und da kann man 7 Tage einlagern, 14 Tage einlagern, 30 Teile einlagern und ja, mit steigendem Level erhöht sich auch die maximale Anzahl der Gems, die ihr einlagern könnt und auch noch der Bonuszinssatz, der dann noch dort oben drauf kommt. Ja, aber das soll ein anderes Thema sein. Mir ging es jetzt um Scharmützel 7 und ihr seht hier Basiszinssatz, Bonuszinssatz. Da mache ich nochmal ein gesondertes Video drüber, wie ich damit umgehe. Bis dahin, macht's gut, tschüss!